Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Origin, nein, Dragon Age Origins. Wir wollen grauer Wächter werden, das heißt, eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir wollen eigentlich nur raus aus dem Turm und die grauen Wächter sind die einzige Möglichkeit gewesen, die wir hatten. Deshalb lassen wir uns doch mal mit Duncan ein und lassen uns zum grauen Wächter erklären. Vielleicht können wir uns ja dann von der Sache wieder absondern. Ihr Erfolg. Ja, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie Mitleid erheischen. Es war nicht einfach, aber ja, wir haben es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Punkt. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Ja, was, wenn wir uns nochmal überlegt haben? Lasst mich eins ausdrücklich klarstellen. Ihr seid keine Freiwilligen. Egal, ob ihr verpflichtet oder rekrutiert wurdet, ihr wurdet ausgewählt, weil ihr gebraucht werdet. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Für das, was jetzt kommt, müsst ihr all euren Mut zusammennehmen. Mut? Wie groß ist die Gefahr, in der wir schweben? Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Oh, willst du damit sagen, dass uns das Ritual umbringen kann? Ist der Beitritt deshalb so geheim? Naja gut, ich bin erstmal dafür, dass wir fragen, ob uns das Ding wirklich umbringt. Willst du uns damit sagen, dass das Ritual uns umbringen kann, Duncan? Ist es das? Genau wie die dunkle Brut im Kampf. Aber ihr werdet nicht ausgewählt worden, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass ihr eine Überlebenschance habt. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Beruhigt euch. Wir können jetzt nichts daran ändern. Mir macht es auch nicht mehr Spaß als euch. Hört auf, euch anzukläffen, ich kriege Kopfschmerzen. Ja, klassische Magierkrankheit, Kopfschmerzen. Ja, nehme ich das. Hört auf, euch anzukläffen, ich kriege Kopfschmerzen. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis auffällt. Ja, könntet ihr beiden mal die Klappe halten? Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Aber das wissen wir nicht, Davis. Das ist ein gutes Argument. Könntet ihr beide mal die Klappe halten? Genau, Sir Ritter. Versucht euch nicht schon vor dem Ritual in die Hose zu machen. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben. Das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Diejenigen, die überleben? Und was, wenn ich nicht sicher bin, wenn wir nicht sicher sind, ob wir das wollen? Von Anfang an war es unsere Pflicht, diejenigen zu finden, die stark genug sind, den Beitritt zu wagen.
und sie in unsere Reihen aufzunehmen. Zum Wohle aller. Nicht alle, die das Blut trinken, überleben. Und die, die es schaffen, werden nie wieder die sein, die sie vorher waren. Deshalb ist der Beitritt ein Geheimnis. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen. Aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Davith, tritt vor. Es tut mir leid, Davith. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau, ein Kind. Hätte ich es gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein, das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest einer von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Es ist vorbei. Ich fühle mich gut. Naja, glaube ich nicht. Ich kann auch nicht immer nicht glauben, dass du Ser Jory erschlagen hast. Nichts von dem, was du erzählt hast, hat mich darauf vorbereitet. Es war schmerzhafter als die Läuterung. Ja, nichts von dem, was du erzählt hast, hat mich darauf vorbereitet. Das ist es, was ein grauer Wächter ertragen muss. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Was für ein Treffen? Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Danke, Tobak. Aber wir können uns jetzt noch mal ein bisschen umsehen. Ob sich hier was verändert hat, ich glaube eher nicht. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Das sollten wir uns zumindest mal anschauen. So, ein paar Attributpunkte.
Ja, Magie sollten wir auf jeden Fall erhöhen. Und Willenskraft oder Klugheit. Ich nehme mal Klugheit. Willenskraft wird beim nächsten Mal nachgezogen. So, neue Zauber. Sehr schön. Wir sind noch nicht Level 7, also können wir nicht den Stabfokus nutzen. Zauberblüte würde Mana wieder aufstocken. Das wäre natürlich ganz gut. Aber auch beim Feind. Das heißt, wenn wir einen feindlichen Mage haben, würden wir den damit auch füttern. Andererseits, wir müssen das Ding ja nicht unbedingt beim Feind aufstellen. Oder wir lernen Regeneration. Oder wir lernen etwas von den anderen Sachen. Siegel der Lähmung. Ich glaube, das klingt echt interessant. Da können wir einen Feind... ja, quasi da stillstehen lassen, das nehme ich. Wir können auch einen zweiten Zauber lernen. Das Siegel des Schutzes. Der Zauberer zeichnet ein Siegel auf den Boden, das nahende Verbündete Boni auf Verteidigung, mentale Widerstandskraft und Distanzgeschosse verleiht. Okay. Siegel des Rückstoßes wird den Feind immer zurückwenden. Na gut, ich glaube, wir nehmen einfach mal die Zauberblüte. Mit der Zauberblüte können wir uns dann immer wieder einen Energiebonus sichern. Aktive Lähmung ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja. Mehr können wir hier leider nicht rausholen. Deshalb Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelton denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der Rekrut, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, vielen Dank, oder... ich sehe mich nicht als etwas Besonderes. Naja, ich würde sagen, ich hatte nicht wirklich eine Wahl, denn wir sind was Besonderes. Wir sind Magier, das ist immer was Besonderes, also... ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Ich fürchte, das hat keiner von uns. Aber jeder graue Wächter wird gebraucht. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Tja, ich werde mein Bestes geben, Euer Majestät. Naja, es klingt so euphorisch. Wir wollten eigentlich gar nicht in den Krieg. Wollt ihr sagen, ihr werdet nicht in der Schlacht... ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Als wenn ich das wollte. Lasse mich nicht zum Laufburschen machen. Das wäre noch das Angenehmste. Und wenn es ungefährlich ist, kann ich es auch alleine erledigen. Das ist wohl wahr. Wenn es ungefährlich ist, kann ich es auch alleine erledigen. Nein. Es ist besser, ihr geht zu zweit. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich...
Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Loghain. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Hört auf zu jammern, wir haben eine wichtige Aufgabe. Ich stimme Alistair zu, wir sollten auch kämpfen. Wo genau ist der Turm von Ishal? Ja, wo genau ist der Turm von Ishal? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Und wann sollen wir genau das Lagerfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Und wie viel Zeit haben wir? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Sind wir in Gefahr? Natürlich. Selbst die perfektesten Pläne können schiefgehen. Also tut, was getan werden muss. Ich vertraue euch beiden. Nur nicht genug, um uns mit dem Rest von euch kämpfen zu lassen. Es wird noch mehr Schlachten geben, Alistair. Hab Geduld. Gut, dann wissen wir, was zu tun ist. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Danken. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Ja, ich bin kein Freund von dieser neuen Religion und der Kirche und so weiter. Vor allem, da die Kirche uns einsperrt. Finde ich nicht gut. Wollen wir mal ganz klar festhalten. Gibt's hier noch irgendwas, was wir tun können? Uns umschauen oder sonst? Nein, aber wir können was ganz Besonderes machen. Wir können A. Alistair hier seine Schilddeckung geben und B. Alistair mal in seinen Fähigkeiten neu schulen. Er ist ein Level 5 Krieger. Und von Kriegern wissen wir, die brauchen Stärke. Stärke und Konstitution wäre nicht schlecht. Ein paar Trefferpunkte haben. Das wäre gar nicht schlecht. Weiter geht's. Als Templer hätte er den rechtschaffenen Schlag erlernen können. Hat er aber noch nicht. Als Krieger könnte er... hat er schon erlernt. Hat er den... Wieso kann er den nicht erlernen? Was? Hat er den schon? Ja, den hat er schon. Und dafür braucht er Level 9. Aber den hat er gar nicht unten in der Liste drin. Das sollte sich ändern. Wir können bedrohen. Eine anhaltende Kampftaktik. Ist dieser Modus aktiviert, nimmt der Krieger eine herausfordernde Haltung ein, die bei jedem Nahkampfangriff die Feindseligkeit der Gegner erhöht und diese so von anderen Verbündeten ablenkt. Das wäre natürlich ganz gut, wenn er uns die anderen vom Hals hält, während wir unsere Zauber weben können. Bogenschießen, Waffe und Schild, da kennt er sich ganz gut aus. Schildverteidigung.
eine anhaltende Sache. Lassen wir mal weg. Zweihändig kämpfen wir nicht, das ist ein Schildkämpfer. Als Krieger präzise bedrohen, nehmen wir. Alistair. Kommen wir denn da an die Fähigkeiten ran? Heldenhafter Erfolg. Ah, Statistiken sind das. Hat noch nicht sonderlich viele heldenhafte Erfolge gehabt. Mensch, Krieger, Templer. Das sind so die Herabstufungen, die er hat. Tagebuch brauche ich jetzt nicht. Fähigkeitenbaum. Da ist er. Ne, den meinte ich nicht. Nochmal der Fähigkeitenbaum. Das ist ja seltsam. Ja, Inventar wollte ich nicht. Aha. Muss man doch irgendwie... Ah, vielleicht so. Nee, ich kann das Ding nicht aktivieren. Ah, ist eine Passivfähigkeit, kann man das nicht aktivieren kann. Sonst hätte ich sie unten in der Liste irgendwo drin. Templer sind Vollstrecker. Ziel zur Kontrolle von Magiern und Vernichtung von Abscheulichkeiten auserwählt wurden. Jeder Nahkampftreffer eines Templers gegen einen Magieanwender entzieht diesem Mana. Das ist echt gut. So, nee, wir werden natürlich mit ihm vorne rumlaufen. Wir werden uns auch gleich zum Turm begeben. Was haben wir da? Das Zelt von den Hohen Herren. Aber hier ist ja auch keiner mehr. Hoppla. Recht Wetterfront, das passt gar nicht. Gar nicht in den Kampf. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Thank you.
Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishal. Tja, ein epischer Moment. Schöne Zwischensequenz übrigens. Die gefallen mir mal recht gut hier. Die sind recht imposant. Aber wir werden erst uns bewegen setzen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Freunde, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.